Warum die Ruhezone das A und O ist und wichtig für deinen Hund, will ich dir in diesem Video erklären. Wenn du das nämlich in deinem Leben wirklich etablierst und das verstanden hast, wird dein Hund einfach viel ruhiger und entspannter sein. Der erste wichtigste Punkt für dich hier ist, wenn du natürlich mit deinem Hund kein Problem draußen hast, hört immer auf den Rückruf, rastet nicht an der Leine aus, ist nicht nervös, geht Besuch nicht auf den Senkel, flippt nicht beim Postboten aus, ist das Video nicht wirklich wichtig für dich. Aber wenn du dich da irgendwo drin siehst in diesen Problemen, hör genau zu, weil ich möchte dir erklären, warum eine Ruhezone oder der eigene Ruhebereich für deinen Hund so wichtig ist. Das hat nämlich nichts nur mit Schlafen zu tun, sondern mit ein paar anderen Sachen. Der erste wichtigste Punkt ist, gerade bei jungen Hunden, aufgeregten Hunden, Heranwachsenden, also die auch 2, 3, 4 sind, ist ein eigener Schlafplatz extrem wichtig, weil nur Schlaf, keine Auslastungsmodelle, Fahrradfahren und was weiß ich nicht alles, Suchspiele und dies und das, macht deinen Hunden an sich im hormonellen Haushalt ruhiger. Nur wirklich die Augen zu, richtig schlafen, ja, so richtig hier mit Zittern und Wackeln und so weiter. Wenn das oft in deinem Alltag eine Rolle spielt, wird er automatisch ruhiger, weil der Körper runterfahren kann und die ganzen stressigen Hormone, die so im Alltag passieren, viel besser ausgetrieben werden. Schlaf ist extrem wichtig. Punkt. Ob du das willst oder nicht. Natürlich kann man jetzt diskutieren über Laufzeiten. Ja, da sagt der eine 18 Stunden, der eine sagt 20, der eine 16, der eine 14. Das ist nachher ganz individuell. Da muss man genau gucken, was hast du für eine Rasse, für ein Alter, wie lebst du, wo lebst du und so weiter. Aber grundsätzlich musst du erstmal verstehen, dass richtiger Schlaf, also wirklich runterkommen, sehr, sehr wichtig ist. Warum ist eine eigene Ruhezone, ein eigener Bereich aber noch wichtig? Und zwar, damit du räumlich verwaltest und für Ruhe sorgen kannst, damit das Gehirn abschalten kann. Wenn dein Hund zum Beispiel 5 Möglichkeiten hat, sich irgendwo hinzulegen, hat er oft strategische Orte. Er liegt unterm Tisch, ja, gerade Corona, ganz, ganz viel im Homeoffice, sich einen Hund geholt, der Hund ist die ganze Zeit bei einem und er lernt, wenn mein Mensch einen Kaffee holt, wenn er aufs Klo geht, wenn er arbeiten geht, ich bin überall, ich liege überall und nirgends. Das heißt, du verwaltest so keine Räume, du verwaltest so auch den Kopf nicht, also dass du einfach Grenzen setzt und sagst, hey, du musst mich nicht die ganze Zeit verfolgen, bleib bitte nur in diesem Bereich, auch wenn ich eine Etage höher gehe, wenn ich kurz einen Müll rausbringe, wenn ich mir einen Kaffee hole oder aufs Klo gehe. Ist ganz wichtig, weil du da automatisch mit dem Kopf einfängst, für Sicherheit und für Ruhe sorgst. Okay? Du verwaltest Räume und weil du Räume verwaltest, nimmst du Stress ab. Warum? Ein Hund, der die ganze Zeit seinen Menschen stalkt, der hat zu tun, der kommt nicht richtig zur Ruhe und das ist anstrengend. Und dann gehst du mit ihm raus und er ist an sich schon vom Alltag gestresst, weil er die ganze Zeit aufpassen muss, dass du ja nicht das Haus verlässt, dass er ja nicht verpasst, wenn er mal ein Leckerli aus dem Kühlschrank kriegt und so weiter. Was aber meiner Meinung nach oft sehr unterschätzt wird, ist, dass man eine Entscheidung trifft, dass ich eine Rolle in seinem Leben spiele. Als Beispiel. Wir haben ja mehrere Standorte, einmal im Hauptbüro, einmal bei mir zu Hause, einmal hier. Und ich muss in der Lage sein, permanent Entscheidungen treffen zu können, bleib bitte hier liegen. Warum? Weil ich nämlich draußen, wenn es wirklich schwierig wird, Fremdhundebegegnung ohne Leine, Wild ohne Leine, andere Menschen und so weiter, möchte ich ihn kontrollieren können. Ich möchte eine Entscheidung auch da treffen können. Nur wie soll ich denn in seiner Wahrnehmung, in seiner Welt eine Rolle spielen, wenn ich, was weiß ich, 22 Stunden am Tag keine anderen Entscheidungen treffe, sondern immer nur dann was will, wenn es schwierig wird. Und das sehe ich bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen, ist ein riesengroßer Defizit. Du musst kleinteilig auch im Alltag eine Rolle spielen. Vielleicht fragst du dich jetzt so, ja, aber das ist doch nicht, der ist doch aber ruhig und ist nicht notwendig. Mag ja doch alles sein. Frag dich aber bitte nur, wenn du noch viele kleine Probleme draußen hast. Kann ich alleine bleiben, du kannst dich nicht abnabeln, der nervt dich, der geht Besuch auf den Senkel, der hört draußen beim Rückruf nur so lala, der rastet bei Hunden aus. Solltest du vielleicht hier über dieses Thema erstmal grundsätzlich nachdenken. Versuch immer die Welt aus den Augen deines Hundes zu sehen. Wie sieht er dich? Sieht er dich als Entscheider, als Vorleber, Vorbild? Kannst du Räume verwalten? Zeit? Stimmung? Kannst du das? Spielst du eine Rolle im Leben oder nicht? www.hundetrainer-stevekeier.de. Wir finden das gemeinsam mit dir raus, ob das gerade relevant ist in deinem Leben, ob das eine Rolle spielt oder nicht, damit du deine Probleme in den Griff kriegst. So, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Und hey, du hast das klasse.